Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem kleinen Review zu dem neuen Synchro Structure Deck, Synchron Extreme, das dann diese Woche rauskommen wird. Ein paar hatten uns ja gefragt, ob wir dazu ein paar Videos machen. Und heute halt das Review. Ist ein ganz interessantes Deck. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar holen, beziehungsweise ich habe mir ein paar geholt. Das Deck hat 44 Karten, 40 Main Deck Karten, ein Monster davon ist doppelt Junk Synchron und ansonsten 4 Synchro-Monster. Und was auch ganz interessant ist, und zwar hat es 10 neue Karten, die davor OCG waren und jetzt TCG werden. Und ein paar interessante Reprints hat es auch. Als erstes haben wir der Effektwähler. Common dann. Die ist immer gut. Die kann man echt immer gebrauchen. Und ist schon nicht schlecht. Dann haben wir Plague Spreader Zombie. Der hatte, glaube ich, noch nicht so viele Reprints. Also auch eine interessante Karte. Dann Nightbeam könnte auch ganz interessant sein. Ansonsten haben wir noch bei den Fallen Iron Wall und Solemn Warning. Die zwei sind auf jeden Fall sehr interessant. Die kann man auch zurzeit gebrauchen. Vor allem Iron Wall gegen Cosmo und Infernoid. Und dann halt das Warning. Sollte eigentlich jeder haben, aber falls nicht, dann hier nochmal die Gelegenheit. Dann gehe ich nochmal schnell über die neuen OCG-Karten, die kommen. Da haben wir als erstes Jet Synchron. Super Rare, Level 1 Tuner Monster. Falls der als Synchromaterial benutzt wird und auf den Friedhof geht, kannst du ein Junk Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Und falls der in deinem Friedhof ist, kannst du eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof schicken. Und dann kannst du den vom Friedhof spezial beschwören. Aber er wird halt gebanished, wenn er das Spielfeld danach verlässt. Effekt ist so ähnlich wie Plague Spreader Zombie, also gar nicht schlecht. Sogar vielleicht besser, weil die Karte musst du dann abschmeißen, anstatt aufs Deck zu legen. Und somit hast du immer einen Tuner im Friedhof, also immer einen, den du benutzen kannst, solange du eine Handkarte hast. Ist, denke ich mal, nicht schlecht. Dann haben wir als nächstes Rush Warrior. Level 2 Wind. Während der Damage Calculation, falls ein Warrior Synchro Monster, das du kontrollierst, gekämpft hat, kannst du diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof senden und das Monster und die ATK des Monsters werden verdoppelt. Was nicht schlecht ist, außer dass es halt situationsabhängig ist. Du brauchst ein Warrior Synchro Monster. Dann kannst du den aus dem Friedhof banishen und dann ein Synchro Monster in deinem Friedhof wählen und es auf deine Hand holen. Also mir gefällt, dass die Friedhofseffekte haben und man die benutzen kann, um dann wieder Ressourcen zu erhalten. Weil meistens ist es so, dass zum Beispiel Quasar Decks, dass wenn du synchronisierst und All-In gehst auf Quasar, dass du danach keine Ressourcen mehr hast. Und wenn Quasar dann weg ist, dann war es das. Und so hast du dann im Friedhof immer noch Ressourcen, kannst die benutzen und dann nochmal was rausbringen. Also finde ich die schon mal bisher nicht schlecht. Als nächstes haben wir Synchron Carrier, Level 2 Erde. Während deiner Main Phase kannst du ein Synchron Monster zusätzlich nochmal summonen. Und wenn ein anderes Synchron Monster auf den Friedhof geschickt wird für eine Synchro Beschwörung von einem Warrior oder Maschinenmonster, da kannst du ein Synchron Token Special mit Level 2 Erde, 1000 ATK und 0 Death. Bin ich nicht so begeistert von dem Effekt, aber Tokens beschwören ist immer gut, die man dann weiter zum Synchronisieren benutzen kann in diesen ganzen Synchro Decks. Dann kommen wir zu den Zauberkarten, 3 neue Zauberkarten. Die erste ist Scrap Fist, Schnellzauberkarte. Wähle ein Junk Warrior Monster, das du kontrollierst. Und diese Runde, falls es gegen ein gegnerisches Monster kämpft, kannst du die folgenden Effekte aktivieren. Dein Gegner kann keine Karten aktivieren bis zum Ende des Damage Steps. Falls es ein gegnerisches Monster in Verteidigungsposition angreift, kriegt er trotzdem Schaden. Und verdoppelt jeden Kampfschaden, den der Gegner durch diesen Kampf erhalten würde. Dein Monster kann nicht durch Kampf zerstört werden. Und das gegnerische Monster wird nach dem Damage Step zerstört. Also falls du ein stärkeres Monster angreifst oder ein Monster, das nicht im Kampf zerstört werden kann, wird es trotzdem zerstört. Und die Karte ist super rare. Finde ich relativ unnötig, die ganzen Effekte. Vor allem geht es nur auf Junk Warrior, also kein Fan von der Karte. Als nächstes haben wir Limit Overdrive. Auch schnell Zauberkarte. Du kannst ein Tuner Synchro Monster und ein Nicht-Tuner Synchro Monster, das du kontrollierst, zurück ins Extra Deck schicken und dann ein Synchro Monster aus deinem Extra Deck spezial beschwören. Also so ähnlich wie eine Elshador Fusion oder diese Schnellzauberfusion für Ritual Beast. Aber mit der Bedingung, dass du ein Tuner-Synchro-Monster wählst.
Ich weiß nicht, wie viele es davon gibt, außer Formula Synchron und diese neue Level 3 Seepferdchen Secret Rare, die gerade in Clash of Rebellions rauskam. Fallen mir nicht viele ein. Und TG Wonder Magician. Außerdem fällt mir kein Tuner Synchromonster ein. Also von der Karte bin ich auch nicht begeistert. Dann haben wir noch eine Field Spell, und zwar Starlight Junction. Du kannst ein Tuner Monster tributen oder ein Synchron Monster von deinem Deck specialen mit einem anderen Level als das Monster, das du tributet hast. Und falls du ein Synchro Monster spezialbeschwörst aus dem Extra Deck in der gegnerischen Runde, kannst du eine Karte auf dem Feld wählen und sie zu Green Stack mischen. Erster Effekt ist vielleicht ganz interessant, um dem Deck ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Da kann man einfach ein Tuner Monster tributen und dann ein anderes Spezialbeschwören, dessen Level du vielleicht gerade benötigst oder dessen Effekt. Also ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ist trotzdem halt erstmal ein minus 1. Und der zweite Effekt ist meiner Meinung nach nicht sehr begroschen, weil das nur in der gegnerischen Runde geht. Und dazu brauchst du halt bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel Formula-Synchron oder sowas. Oder diese Schnellzauberkarte von davor. Was man sich vielleicht überlegen könnte, ist, dass man die im Yangtze spielt. Weil deren Effekt ist ja, dass man in der gegnerischen Runde synchronisieren kann. Und dann kann man es vielleicht mit denen ausnutzen, aber ansonsten eher nicht. Dann gibt es auch noch eine Falle in dem neuen Deck, und zwar Scrap Iron Statue. Wenn eine Zauber- oder Falle aktiviert wird, die bereits offen ist, kannst du diese Karte zerstören. Und danach kannst du diese Falle wieder setten, anstatt sie auf den Friedhof zu schicken. Also so ähnlich wie Snow Ogre Ghost Rabbit, oder wie auch immer die heißt. Auf Spell und Traps halt, keine Monster. Aber dafür settet sie sich wieder, also kann man sie öfters benutzen. Möglicherweise eine gute Setting-Karte gegen Decks, die offene Zauber- und Fallenkarten benutzen. Mir fällt jetzt gerade keins ein, aber ist eine Option. Und dann der zweite Effekt ist, falls diese Karte zerstört und auf den Friedhof geschickt wird, kannst du ein Junk-Monster von deinem Friedhof wählen und das offen in die offene Verteidigungsposition specialen. Kommen wir zum Extra-Deck, zu den Synchro-Monstern. Dann haben wir als erstes Jet Warrior. Der ist Ultra-Rare und ist Level 5. Benötigt einen Jet-Synchron und ein Nicht-Tuner-Monster, was schon mal eine Beschränkung ist. Und falls der Synchro beschworen wird, kannst du eine Karte vom Gegner wählen, die er kontrolliert, und sie zurück auf die Hand schicken, was nicht schlecht ist. Und falls diese Karte in deinem Friedhof ist, kannst du ein Level 2 oder niedriger Monster tributen und den hier aus deinem Friedhof in die offene Verteidigungsposition specialen. Aber falls er danach das Spielfeld verlässt, wird er gebanished. Also ist kein Endlos-Loop. Also relativ stabiler Effekt. Und dann wieder dieser Effekt aus dem Friedhof, dass man ihn wieder verwerten kann. Gefällt mir sehr gut. Dann als nächstes haben wir da Axel Synchron. Der ist jetzt Super Rare. Und ein Tuner, Level 5. Der braucht keine besonderen Materialien. Ein Tuner, ein Nicht-Tuner. Und du kannst den aber dafür nur einmal pro Runde beschwören. Während der gegnerischen Mainphase kannst du mit dem synchronisieren. Und einmal pro Runde kannst du ein Synchron-Monster von deinem Deck auf den Friedhof schicken und dann einen dieser Effekt aktivieren. Und dann kannst du halt seine Level entweder erhöhen oder reduzieren, abhängig von der Sternanzahl von dem Monster, das auf den Friedhof geschickt wurde. Hat nur 500 ATK, 2100 Def. Mit dem kann man halt Sachen millen. Kommt drauf an, was für Targets es gibt. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Ansonsten ist halt nur da, um in der gegnerischen Runde nochmal zu synchronisieren, also weiter zu synchronisieren. Und dann haben wir das Bossmonster natürlich, und zwar der Stardust Warrior. 3000 ATK, und er braucht ein Tuner Synchro Monster und ein Non-Tuner Synchro Monster. Level 10. Also am besten einfach die zwei von davor zusammen synchronisieren. Und der kann halt, falls dein Gegner eine Spezialbeschwörung durchführt, kannst du die Spezialbeschwörung negieren, indem du den tributest. Und in der Endphase kommt er halt dann wieder. So wie Stardust, nur gegen Beschwörungen anstatt gegen Zerstörungseffekte. Und falls der im Kampf zerstört wird oder das Feld verlässt durch einen gegnerischen Karteneffekt, kannst du ein Level 8 oder niedriger Warrior, also Krieger Synchro-Monster von deinem Extra-Deck spezial beschwören. Und diese Beschwörung zählt als eine Synchro-Beschwörung. Also echt nicht schlecht. Ist vielleicht schwer rauszubekommen,
Aber es lohnt sich, also das Deck ist im Großen und Ganzen nicht schlecht. Vor allem hat es wieder ein paar gute Reprints. Effektwähler, Eisenmauer und Warning sind sehr stabil. Dann hat es auch Nightbeamer und Plexreader als kleinen Bonus und dann halt die neuen Karten. Denke mal, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Also ich hoffe, ich konnte euch das Deck näher bringen. Ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deck haltet und ob ihr euch selbst welche holen werdet. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.